Die dümmsten, aber besten Ausreden, wenn man seinen Eltern eine schlechte Note erklären muss. Erstens. Naja, es ist ja eine 6 plus. Also fast eine 5. Und eine 5 ist fast so gut wie eine 4. Wenn wir die Formel jetzt beenden, dann wäre das ja rein theoretisch, wenn ich alles richtig kalkuliert habe, eine 2 minus. Neuch. Zweitens. Du denkst, das ist eine ganz normale 6, oder? Falsch. Auch diese 6 ist ein Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Und existiert deswegen auch nicht. Mathe war schon wieder nicht so gut, ich hab eine 6. Ja, Kruzifix nochmal. Wie schlecht warst du, dass du es geschafft hast, in Österreich eine 6 zu schreiben?